Hallo Welt, da sind wir wieder und ich hoffe nur, wir sind extra nachts aufgestanden, es ist noch ein bisschen dunkel. Ich hoffe nur, dass wir es schaffen noch nach Hause. Jetzt haben wir natürlich Durst und hat er uns entdeckt oder schläft er immer noch? Der wüsste, was für einen spitzen Stock wir hier oben haben. Dann würde man ganz schnell abhauen. Oder nicht? Schaffen wir es wohl darunter? Ich möchte nicht mit einem gebrochenen Bein nachher weiterhumpeln. Man sieht aber auch nichts hier. Habt ihr echt kein leichtes Leben gehabt. Schaffen wir das soweit? Nein, das ist zu weit. Wenn wir uns schon fragen, schaffen wir das soweit, dann ist es zu weit. Wenn wir uns sicher sind, dann ist es oftmals auch noch zu weit. Ist er weg? Ich glaube, der ist weg. Ist immer noch in der Nähe. Schwarze Säbelzahntiger. Brauchen wir unsere Riesenintelligenz. Oh. Ach so, da müssen wir riechen. Dann können wir den riechen. Die Gefahr riechen. Aber auch andere tolle Sachen. Oh, die Beeren. Daran hatte ich ja gar nicht mehr gedacht. Aber, na gut. Oh, die Pilze. Daran hatte ich auch gar nicht mehr gedacht. Also gegen Hunger haben wir was hier oben. Wir brauchen was anderes. Aber wir könnten uns eine Kokosnuss holen, wenn wir da hinkommen. Wie ist das mit Hören? Ja, Hören ist vor allem Feinde, hört man da. Riechen, Essen? Ja, okay. Sollen wir uns den mal einprägen, damit ganz nicht überrascht gleich. Was wollten wir denn? Wasser? Wasser oder Kokosnuss? Aber so eine Kokosnuss, bringt das überhaupt was? Also da unten müssten wir doch drauf springen können. Prima. Haben wir den Basalt jetzt dabei? Ja. Ja, wir finden auch eine andere Kokosnuss. Ich glaube, wir müssen hier an der Liane runter. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo wir hin müssen. Was macht er denn hier oben? Hier ist ja auch nichts zu essen oder trinken. Moment, wenn hier Schachtelhalm wächst. Sollte eigentlich auch Wasser hier sein. Ja, so ein bisschen. Ja, ich weiß. Du bist aber auch sehr wehleidig. Ich weiß gar nicht, wie die Menschheit überleben konnte mit dir. So, wir gehen hier rum und dann müssten da eigentlich gleich die Wildschweine sein. Aber die sind ja auch nicht gerade nett. Hier, Schlange. Die Wildschweine sind nicht nett, ja, das stimmt. Wir werden hier jetzt gar nicht so einfach an denen vorbeikommen. Ohne weiteres. Aber wir haben eine Schlange im Nacken. Folgt sie uns? Ich fürchte nein. Oder vielleicht ist es sogar gut. Aber sie könnte uns genau gegen die Wildschweine helfen. Oh, Gold! Goldadern hier! Oh nein, die haben es tatsächlich auf uns abgesehen. Wir machen das mal so hier. Oh Mann, oh Mann. Egal, das war knapp, aber das Ergebnis zählt. Wir haben es geschafft, ja. Wow.
Oh, da oben bimmelt was. Da schaffen wir nicht darauf, oder? Nein, wir sind total am Ende. Wir müssen zusehen, dass wir irgendwie Richtung Heimat kommen. Es ist nicht mehr sehr weit. Das geht aber schnell mit dem Verhungern. Also, wenn unsere Vorfahren so schnell verhungert sind, dann verstehe ich so einiges. Die hatten ja keinen Kühlschrank und, naja, ich verstehe, warum wir heute andauernd was essen müssen. So, alle 3 Tage wenigstens. Da unten ist nichts zu essen, oder? Das ist ein oller Knochen. Komm schon, guck mal, was da vorne ist. Du schaffst das. Ich trau dir das zu, du schaffst es. Hopp. Dass das aber auch so gefährlich ist, das. Also, hier lauert doch gleich schon wieder einer. Hätte ich gedacht. Du sollst da rauf und nicht. Was machst denn du da? Hauptsache, du hast keine Energie mehr und jetzt hast du alles fallen lassen. Aber das ist nicht so schlimm. Komm, trinken kannst du ja schon mal. Ist doch Wasser, trink. Trink endlich. Jetzt trink schon, du hast doch Durst. Willst du nicht trinken? Der Clan ist auch viel zu klein für alles, was wir da vorhaben. Also, wenn wir weite Strecken zurücklegen wollen, dann brauchen wir einen größeren Clan. Also, wenn die immer nur 2 Sachen tragen können, links und rechts, also jeweils 1, insgesamt 2. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt kommen wir hier nicht über den Fluss. Wow. Magst du das? Heimatfrüchte. Ja. Wie, da war nur noch eine Frucht dran? Die anderen haben alles weggefuttert. Riech daran mal. Ja, auch gut. Essen. Okay, noch mal dran riechen. Oh.
Oh oh. Tja, warum eigentlich noch nicht viel eher das? Hallo, ich bin zurück. Die Kinder haben viel gelernt und gesehen. Und Oma ist jetzt müde. Oma legt sich jetzt schlafen. Lass mich mal durch hier. Wow, hey, kaum zu Hause, schon können wir wieder weiterspringen. So, müde. Was ist denn Evolution? Ich dachte schon. Ja, sehr gut. Was haben wir denn hier eigentlich? Motorik. Baby, genetisch ausgereift. Ja, damit können wir aber nichts machen, oder? Baby, genetisch ausgereift. Was? Motorik auch nochmal. Und hier? Können wir die hier machen? Nee. P. Hat erhöhte körperliche Fitness. Das ist gut, aber haben wir denn gar nichts gelernt unterwegs? Wir haben gar nichts gelernt. Oh, guck an. Das gibt's doch nicht. Da müssen wir nochmal mit einem anderen los, oder? Was ist das? Baby, genetisch ausgereift, gereift Sinne. Aha, und das? Intelligenz. Bia und die Mitglieder dieser Erblinie werden sich den Standort eines weiteren markanten Ortes merken können. Diese spontane genetische Mutation wird auf der nächsten Entwicklungsstufe des Stammes wirksam werden. Tja, wir wollten das mit dem Krokodil machen. Und jetzt können wir gar nichts machen. Die Fähigkeit. Oh, Moment mal, wo ist denn das mit dem Krokodil? Wir haben gar keine Bilder hier. Ausweichen. Ausweichen? Ein. Haben wir das nicht gemacht? Erwachsenes Neuron. Ein Wachstumspotenzial für einen wichtigen Vorteil wird zugänglich, sobald die Geschwindigkeit von Attacken und Ausweichmanövern maximiert ist. Ja, aber dann schaffen wir das doch in dieser Generation gar nicht. Wie oft wir da ausgewichen sind, oder? In den letzten Folgen. Gefühlte 100 Mal, meine ich. Die Vorbereitung attackieren. Also die Vorbereitung einer Attacke kann noch verbessert werden, wenn alle Vorbereitungszeiten optimiert sind. Zusätzlich wird eine genetische Mutation benötigt. Da ist überhaupt nichts mit dem Krokodil. Ich dachte, da wäre was. Nö, wir brauchen noch zwei Neurone. Wir haben noch zwei Festigungen. Da müssen wir irgendwas müssen wir noch machen. Ja, ausweichen 1 Milliarde Mal. Da hätten wir da unten wirklich die Möglichkeit gehabt. Ach, Moment mal. Das ist neu, oder? Ich glaube schon. Hilfe, Generation. Festige einen neuen, von dir bevorzugten Fähigkeiten. Festige die neuen, von dir bevorzugten Fähigkeiten des Stammes. Durch einen Generationswechsel. Festige ein Neuron, um es für die nächste Generation zu fixieren. Die Anzahl der Kinder bestimmt die Anzahl der Festigungen. Nicht gefestigte Neuronen existieren weiter, verlieren aber ihre neuronale Energie. Ah ja, dann ist es ja alles nicht so tragisch. Durch genetische Mutationen hervorgebrachte Neuronen müssen nicht gefestigt werden. Ein Generationswechsel bedeutet einen Zeitsprung von 15 Jahren. Neuronal?
Verbinde Neuronen, um die Fähigkeiten des Stammes zu entwickeln. Generation, festige die neuen Fähigkeiten durch einen Generationswechsel. Ach so, Evolution, schreite schneller durch die Epochen als von der Wissenschaft vermutet. Ah ja, okay, so weit sind wir ja, glaube ich, noch gar nicht. Wir müssen ja erstmal hier noch die ganzen Neuronen freischalten und machen, festigen und alles. Ja, jetzt stehen wir vor dem Problem. Ich weiß nicht mehr, wo das war, das mit dem Krokodil. Aber irgendwo war das. Ausweichen, ja, vielleicht ist es Ausweichen oder so. Also zwei brauchen wir noch. Ich bin für Ausweichen, Ausweichen. Wie kommen wir hier wieder raus? Beenden jetzt echt mit der Taste hier. Boah. Ja, wie auch immer, wir wechseln schon mal. Warum legt euch auf mein Gesicht? Wer bist denn du? Ki? Ki hat ein gebrochenes Bein. Was hast denn du da gemacht, Ki? Da vorne sitzen auch welche. Echt? Was ist hier los? Scheine Panik. Ach was, immer noch ein gebrochenes Bein? Warum? Ihr müsst das nicht alles wegessen, nur weil ich das esse jetzt. Das ist gar kein gebrochenes Bein, das ist der Schutz. Oh. Wer schleicht sich denn da jetzt rum? Mit den Kindern? Das muss doch... Wieso? Wack. Wack haut ab, aber warum? Wo haut denn Wack jetzt ab? Wohin? Mit zwei Kindern. Euch ist kalt. Oh, ich sehe schon, der ganzen Affenbande geht's nicht so gut hier. Was sitzt ihr auch im Regen? Habt ihr das noch nicht gemerkt, dass es da kalt ist, wenn ihr da sitzen bleibt? Wo ist Wack jetzt? Sollen wir alle mal herrufen, dann kommt Wack bestimmt auch. Wack ist irgendwo da runtergesprungen, aber Wack war total am Ende. Ja, aber irgendwie sind alle innerhalb des Stammes, also der sicheren Zone, wie ich hoffe. Die ist einfach mit den Kindern abgehauen. Ja, wer weiß, was in ihrem Kopf vorgeht, der hat jetzt einmal die Freiheit gerochen. Ja, und nun? Ach, da ist der Wack. Da bist du ja. Wie hast du denn das geschafft? Du bist da runtergesprungen und dann irgendwie da drüben nochmal rum? Wack hat auch diesen... Oha. Diesen Schutz. Knochenbruchschutz. Da stelle ich mir aber jetzt gerade eine Frage. Wer bist du? Hyja. Okay. Hyja.
zwei Kinder dabei. Wow. Dann legt es dort ab und such dir ein Weibchen, das du lausen kannst. Das da drüben sieht nur nach Weibchen aus. Ich kenne Weibchen jeder Gattung. Was bist du? Oh mein Gott, sag nicht. Männlich, okay. Das sah aber gerade weiblich aus, wenn man hier drüben ist. Wenn was weiblich aussieht, dann, naja, okay. Sieht aus wie, okay, anders. Wer bist du denn? Was habe ich denn hier schon wieder in der Hand? Leg das weg. Ja. Wer bist du? Ich verlasse mich da lieber nicht mehr drauf. Ah, du bist Gack. Okay. Hat mit Mia ein Paar gebildet. Kinder? Gock und P, oder? Ja, Gock und P. Und hat diese spontane genetische Mutation. Sagt mal, haben wir denn etwa alle schon Kinder? Haben denn etwa alle schon Kinder hier? Das sind die Kinder hier. Tum, Gok und Lack. Dann kann ich noch ein Kind gebären? Nein, das sind unsere Kinder. Wir haben drei Kinder. Warum? Ach so, ja, die... Klar, die Älteren haben immer drei Kinder, weil sie mit dreien schlafen. Moment. Okay, wir versuchen das nochmal. Aber da tut sich ja nichts. Tut sich gar nichts. Ich glaube, wir müssen eine Generation weitergehen, oder? Wie viele Kinder haben wir? Ich trage zwei bei mir, du trägst auch zwei bei dir. Das ist schwer zu sagen. Ist ja irgendwer noch mit einem Kind? Das sind vier nur. Wir brauchen aber sechs. Was ist mit dir? Du bist auch weiblich. Oh oh. Wir haben die Intelligenz. Oh ja, okay. Motorik? Ja, Motorik wäre auch gut, aber jetzt sind wir gerade mit der Intelligenz. Ziel erneut anzeigen. Was? So, mitkommen. Hinlegen. Ach so, wir müssen die Kinder erst absetzen. Partner rufen. Oh oh, du kommst mit dem spitzen Stock. Echt jetzt? Paaren. Wir werden sehr intelligente Kinder kriegen. Wie lange muss ich die rechte Maustaste drücken? Hat das gereicht? Oder müssen wir nochmal? Wir können nochmal. Dürfen wir nochmal? Woher wissen wir denn, ob das geklappt hat? Naja, irgendwann kippt einer von uns beiden um, dann muss es ja geklappt haben, oder? Es geht weiter. Also gut, wir haben auch eine ganze komplette Stammesübersicht mit Stammbaum und so. Das kommt vielleicht später. Was ist mit dir hier? Du bist weiblich erstmal, okay. Du bist auch weiblich. Und du? Ah, das sehe ich schon, du bist auch weiblich, oder? Aber manchmal vertut man sich da auch. Weiblich, eh.
Aber du hier, du musst ja männlich sein. Warum, wo habt ihr alle die Sachen her? Ich hatte auch gerade irgendwas in der Hand. Du hier, komm doch mal her. Lass dich mal... Du bist männlich, aber du kannst gar nichts. Ich habe wenigstens die Intelligenz. Wir haben hier nur einen... Zwei. Hier sind der zweite. Ach, da drüben sitzen noch welche. Der Platz ist doch hier optimal, oder? Wir können durchs Wasser gehen. Das Einzige, was ist, der Wasserfall ist ganz schön laut. Ich würde mal abstellen da oben. Hat mit T ein paar. Oh, das ist der mit der Motorik. Den brauchen wir auch. Du musst noch mal ran, mein Freund. Nein, nicht doch. Namen ändern, so ein Quatsch. Wo kommt denn das her? Das braucht doch kein Mensch. Name ist Name. Oh, jetzt kommen die Vögel. Die gruseligen Vögel. Wie war das? Wechseln? Ja, wir brauchen die Motorik. Wow. Wer ist denn noch frei von euch übrigens? Gack. Gack hat die Sinne. Sinne und Dings. Vielleicht kann man das sogar beides kombinieren. Wie können wir dich nicht lausen? Oh nee, wir haben irgendwas in der Hand. Was haben wir denn da in der Hand überhaupt? Wie, was ist das? Das sieht aus wie ein schimmeliges Stück Fleisch, das schon weiß geworden ist mittlerweile. Schmeiß das weg. Wir können ja doch irgendwen mitnehmen. Ja. Das ist gar kein Fleisch. Was ist denn das? Da steht gar nicht bei, was ist das, oder? Ja, irgendwie, aber wir freuen uns darüber. Ach, jetzt ehrlich? Das ist ein uraltes Stück Fleisch und wir hauen das... Wir hauen voll rein da. So, wenn es schmeckt, komm mal weg damit. Alles weg. Ich will nämlich nicht, dass das hier nachher irgendwo rumliegt. Okay, der Magen verträgt es noch nicht so ganz, aber ist nicht weiter schlimm. Wir haben ja Wasser hier. Oh, was hast du denn? Ist dir nicht gut? Okay. Oh, das ist gut. Und wir sind ein paar. Los, ab in die Kiste. Wir sollten da drüben auch irgendwie noch ein Bettchen stellen. Aber kommen immer die Schweine. Dann gucken die zu. Das mag ich nicht. Okay, hinlegen. Kind absetzen. Partner rufen. Oh, hallo Partner. Und paaren. Ich kann nichts dafür. Die Kamera dreht automatisch weg. Ich habe schon alles versucht. Ich kann nur drehen. Aber will man das denn wirklich sehen? Nochmal paaren. Bekommen wir denn nicht mit, wenn die schwanger sind? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Kind. Wir haben vier Kinder erst. Wir brauchen zwei Kinder. Drei. Doch, Moment mal. Wie viel haben wir jetzt? Zwei,
4. Wir haben 5, 6 Kinder, haben wir. Ja, warum geht's denn dann nicht weiter? Dann müssen wir doch weiter, oder nicht? Ja, ich glaube schon. In der nächsten Folge. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Dann machen wir das auch gleich mit den Kindern wieder. Ich meine, wir machen es nicht mit den Kindern. Ich meine, wir machen das mit den Kindern, dass wir Kinder gleich zeugen. Dann kommen wir nicht durcheinander nachher. So haben wir das wahrscheinlich jetzt hier auch schon gemacht. Jetzt kriegen wir vielleicht noch mal 2 Kinder mehr. Und eins mit Sinne und Intelligenz sogar. Ja, dann bedanke ich mich. Erstmal schlafen gehen. Für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.